Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijablos. Wie ihr schon gesehen habt, heute erwartet euch ein XXXL H&M Haul. Ich habe mega viel ausgepackt. Schaut mal, die ganzen Pakete, die ich euch jetzt so zeige. Mini-Tüten, Arket, and Other Stories, Monkey und H&M. Heute erwartet euch ganz viel Content. Ich muss aber sagen, es ist so ein riesen Mischmasch. Mal habe ich Home-Teile, die ich euch zeigen möchte. Mal habe ich dann auch wieder noch Sommerkleider, so Maxi-Kleider, die ich entweder im Sale gefunden habe oder die mir so sehr gefallen, dass ich die unbedingt haben wollte. Oder ich zeige euch ein paar, ja, Herbstartikel. Aber ich kann euch jetzt schon Bescheid geben, das ist das letzte Mal, dass ich euch H&M Sommerkleider zeige. Ab jetzt werde ich nämlich bei H&M nur noch für den Herbst einkaufen. Da ist nämlich auch schon mein Einkaufskorb voll, aber naja. Jetzt starten wir mit dem alles, was hier so liegt. Interessanterweise werde ich euch nicht, so wie ihr es von mir gewohnt seid, allzu viel Farbe zeigen. Ich starte direkt nämlich mit Schwarz-Weiß. Starten möchte ich auch mit Streifenmuster. Da habe ich, wie ihr sehen könnt, ganz viel und es sind unterschiedliche, vier unterschiedliche Modelle. Erstmal starte ich doch noch mit einer nicht schwarz-weißen Variante. Und zwar habe ich von Arket einfach ganz schlicht in beige, braun nenne ich mir jetzt so, ein Oberteil, welches nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz ist. Also man könnte es vielleicht mit einer Hose kombinieren. Ich selber habe es aber gekauft, damit ich das mit einem Maxi-Rock anziehen kann. Ich liebe die Farben und ich liebe es auch, wie ja, basic es ausschaut, auch getragen sehr schön. Ich werde es nämlich mit einem Rock kombinieren, der genau in dieser Farbe ist. Und deswegen dachte ich mir, dass die Kombination sehr alltagtauglich ist und aber dennoch was hergibt, wisst ihr? Ganz unspektakulär habe ich auch noch schwarz-weiß gestreift Rip-Shirt mitgenommen. Der ist aber wirklich langarm kurz geschnitten, damit man das vielleicht unter, ja, Westen kombinieren kann oder unter Kleidern, die hier kurzärmig sind, aber auch ganz normal über Röcke. Es ist, finde ich, etwas, was man im Herbst einfach so gut kombinieren kann. Ich liebe die Kombination. Ich wusste nur nicht, ob ich jetzt S oder M haben möchte. Ich will nämlich nicht, dass es allzu eng ist, aber bei sowas sollte es auch nicht weit sitzen. Wisst ihr, das würde ausweis jetzt nicht klappen, so wie ich das mir gedacht habe. Also stellt euch das jetzt mit so einem Maxi-Kleid vor, welches hier ärmellos ist. Und dann sollte, finde ich, das Oberteil auch schön sitzen von Schulterpartie her. Deswegen ist mir wichtig, dass das auch genau sitzt. Aber ich glaube, ich werde es behalten. Kostet 14,99 Euro. Ich werde euch die aktuellen Preise nennen, da ich euch jetzt nicht irritieren möchte. Ich selber habe nämlich 20% gehabt plus dann 10, 15 Euro nochmal. Also ich habe weniger bezahlt, aber wichtig ist, ich werde euch die aktuellen Preise nennen plus ich werde euch alle Artikel, die ich finde, in der Infobox verlinken. Falls ich einen Teil nicht finden sollte, werde ich dennoch Artikelnummer schreiben, damit ihr nochmal reinschauen könnt und nochmal suchen könnt, weil ihr kennt es mittlerweile, H&M stockt schon relativ oft wieder auf. Ich habe jetzt eben bemerkt, es ist nicht schwarz-weiß, sondern dunkelblau-weiß gestreift, aber naja, es sieht trotzdem schön aus. Auch sowas kombiniere ich super gerne, auch wieder mit langen Westen. Das hier ist ein Baumwolle-Shirt, langarm, aber auch mega schön lang geschnitten, sodass man das direkt auch mit einer Hose kombinieren kann. Finde ich sehr toll und ich finde es auch schön, dass der wirklich schön etwas, ja, nicht figurbetont sitzt, aber auch nicht oversized. So ein Mittelding, wisst ihr? Habe ich in der Größe M mitgenommen und kostet aktuell auch 14,99 Euro. Zu dem letzten Streifenmuster-Oberteil, dieses Mal ein Pulli. Ja, das ist das Einzige, was ich euch auch an Pullis zeigen werde heute. Beim nächsten Mal, wie versprochen, werde ich mehr Herbstteile zeigen oder nur Herbstteile zeigen. Den habe ich selber noch nicht getragen gesehen, deswegen sollten wir uns erstmal zusammen anschauen, ob das was wäre von der Länge her. Und den habe ich in der Größe M mitgenommen und kostet aktuell 30 Euro. Also, für meinen Geschmack ein Tick zu kurz, schaut mal. Aber da ich genug ja, T-Shirts habe oder Unterröcke, so kleine Röcke, die man darunter anziehen kann, damit man das etwas verlängern kann, finde ich das okay. Also von den Seiten hat der zwei Öffnungen.
Irgendwie sieht das nicht so schön aus gerade. Aber wie gesagt, wenn ich das gut kombiniere, weiß ich, dass das toll ausschauen wird. Deswegen werde ich den doch noch behalten. Finde, wie gesagt, aber die Länge nicht so schön. Also ihr müsst bedenken, darunter muss man als Hijabi, finde ich, was an. Wir bleiben bei Schwarz-Weiß, aber jetzt zeige ich euch ein Maxi-Kleid. Und zwar eine Stadt wird dargestellt. Und zwar die Stadt Stockholm. Auch das ist nicht schwarz-weiß, sondern dunkelblau-weiß. Tut mir leid. Ich selber entdecke es jetzt durch die Ringleuchte. Und die Beschreibung hier in der App sagt auch, dass es dunkelblau ist. Vielleicht könnt ihr das ja erkennen. Aber doch, hier irgendwie doch. Ja, eine City ist abgebildet. Eine schöne Farbe, finde ich. Vom Stoff her gefällt der mir sehr schön. Leicht und luftig, komplett so ein Blusenkleid kann man das jetzt bezeichnen, weil der bis von oben bis nach unten beknöpft ist. Ganz schmal hat er auch hier so ein Bindegurt und auch ein Stehkragen, zeige ich euch mal. 39,99 €. Das hier kennt ihr schon von meinem letzten H&M Haul, falls nicht, ihr habt dann was verpasst. Da habe ich euch nämlich auch ganz viele Teile gezeigt. Verlinke ich euch mal hier, da sind auch ganz aktuelle Teile noch dabei. Das hatte ich euch damals getragen gezeigt, da kann ich euch hier so ein Tragebild mal zeigen. Den fand ich richtig toll, aber da habe ich euch hier auf dem Bild, habe ich euch die Größe S gezeigt und der war mir doch schon hier und da doch etwas enger, sodass ich die Größe M bestellt habe und S wieder zurückgeschickt hatte. Und ich habe sogar, ja, das hier ein bisschen günstiger bekommen. Der ist aber aktuell wieder bei 30 €, 29,99 €. Dann habe ich noch wieder so ein Zebra-Muster-Kleid. Es ist hier so ein Binde-Blusenkleid, den man hier vorne schön wickeln kann. Schaut mal, so ein Wickelkleid, etwas kürzer, den man richtig toll mit einer schwarzen Hose schick kombinieren könnte. Habe ich auch in der Größe M mitgenommen. Ich weiß nicht. Vielleicht wirklich wegen dem Kopftuch. Ich fühle mich nicht so wie ich. Und irgendwie finde ich das nicht so schön. Also das zeigt mich wegen den Strichen, finde ich, breiter als ich bin. Also, nee. Der kommt zurück. Ich will es erstmal noch nur mit einer schwarzen Hose kombinieren und dann gucke ich mir das nochmal an. Aber ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob ich das eurer Meinung nach auch wieder zurückschicken sollte. Also ich finde, der zeigt mich wirklich breiter. Mir gefällt es nicht. Ich habe auch eigentlich ein Teil an, welches man eigentlich gar nicht sehen kann. Ihr kennt mich ja, ich versuche so gut wie möglich bei jedem Haul, passend zu dem Haul, auch etwas von dem Shop zu kombinieren, damit ich euch das direkt auch getragen zeigen kann. Ich zeige euch eh alles eigentlich getragen, aber naja. Ich habe endlich etwas gefunden, was ich unter meinen ganzen Kimonos kombinieren kann, tragen kann. Ich habe ganz viele beige-schwarz-Kimonos und ich habe immer nach was gesucht, welches kurzärmig ist und sehr schön sitzt. Also der hat also so ein Innenkleid, aber der nicht wie ein Innenkleid ausschaut, sondern schön ausschaut. Ich weiß, es ist schwer zu erklären. Also es sollte einfach toll aussehen und kombiniert einfach passen. Und könnte auch etwas enger sitzen. Würde mich nicht stören. Ich habe ja bei dem letzten H&M Haul euch einmal gezeigt, was ich meinte. Und euch gesagt, dass das aber nichts für mich war, weil das etwas, also das war so ein Ripp. Kleid, Unterkleid, welches ich euch bei dem ersten H&M, also letzten H&M Haul gezeigt habe. Der war aber leider zu kurz, sodass ich gesagt habe, sprich mich nicht an, kommt wieder zurück und ich suche weiter. Und jetzt habe ich es gefunden. Ich bin mega glücklich. Den habe ich direkt in drei verschiedenen Farben gekauft. Einmal das, was ihr heute so getragen seht. Es ist wirklich so kurzärmig, etwas eng sitzend und in einem Jersey-Stoff finde ich auch sehr bequem. Und es sieht einfach optisch richtig toll aus. Ich habe den auch direkt, weil der mir so gefallen hat, direkt in zwei weiteren Farben mitgenommen. Grau-grün steht drauf und in einem Schwarz habe ich den auch mitgenommen. Beide, ne, alle drei werde ich behalten, weil ich wirklich sehr lange nach sowas gesucht habe. Ich muss sagen, die sind jetzt auch nicht ganz so lang, aber bei meiner Größe 1,60 hat das einfach perfekt gepasst. Also ich bin mega glücklich, dass ich jetzt meine ganzen Kimonos
kombinieren kann. Sonst hatte ich das wirklich mit Etikett und die standen zu Hause und ich wusste nie, was ich damit kombinieren werde. Ich habe auch richtig tolle Kimonos aus Zara mitgenommen und jetzt freue ich mich auf den Urlaub mit meinen Mädels. Da werde ich definitiv vielleicht auch diese Kombination mitnehmen, vielleicht mein Kopftuch anders binden, eine andere Farbe und tolle Schuhe darunter. Ich freue mich einfach. Also, falls ihr so ein Innenkleid sucht, den man aber nicht als Innenkleid anzieht, also das ist so schwer. Also es soll kein Futterkleid sein, wisst ihr? Man soll es doch schon sehen, aber es soll einfach nur richtig basic sein und so, dass man was darüber werfen, einfach darüber werfen kann, wisst ihr? Mit etwas, was man darüber kombinieren kann. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, habt ihr mich verstanden oder war das jetzt doch zu durcheinander? Naja, ich hoffe ja, und falls du auch noch sowas gesucht hast, die kosten aktuell 30 Euro und ich liebe es. Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Zwei Jeanskleider aus Monki habe ich mitgenommen. Und zwar, ich zeige euch das mal, das sind so wieder Blusenkleider, komplett ärmellos, die schön maxi sind und auch an den Seiten schöne Taschen haben. Einfach richtig toll, basic und sportlich. Schaut mal, hier am Bund auch so eine schöne Naht. Wirklich ganz, ganz sportlich. Ich selber finde, glaube ich, den Ton besser und schöner. Ich weiß nicht, weil das vielleicht einfach etwas mehr Farbe hat. Und ich werde es einfach mit einem weiß-beigen Body darunter kombinieren. Mehr auch gar nicht. Ich finde die Kombination sehr schön. Also mir gefällt, wie gesagt, diese Farbe ein Tick mehr. So ein lila, ja, Flieder-Jeans-Ton. Finde ich einfach richtig toll. Und da die Knöpfe in weiß sind, also in beige-weiß, wird das auch mit dem Body darunter, mit dem Body darunter richtig toll ausschauen. Und ja, ich freue mich. Ich muss sagen, von der Länge her hätte es ein Stück länger sein können. Aber da wir ja auch langsam wieder etwas kältere Tage haben werden, ist das kein Problem. Dann werde ich es vielleicht mit Boots kombinieren. Aber an sich finde ich es auch jetzt mit Strümpfe, also hier diese Tennisstrümpfe könnte man darunter anziehen und somit kann man ein bisschen ja, den Abstand kaschieren, wisst ihr? Das mache ich gerne. Ich habe schöne weiße Socken, die man mit weißen Sneaker auch kombinieren kann, falls man ein Stück zu kurz ist. Also wirklich nur ein bisschen kann man das gut kaschieren. So ein Tipp von mir an euch. Kommen wir jetzt ein bisschen zur Farbe und mehr zu mir und meinem Stil. Ich liebe es ja, mich etwas bunter zu kleiden oder allgemein zu Hause, in der Wohnung liebe ich Farben und allgemein im Leben liebe ich Farben. Farben machen mich glücklich. Sei es jetzt outfitmäßig oder allgemein hier in der Wohnung. Naja, kommen wir zu diesem tollen Maxi. Und zwar, schaut euch mal diese Farbkombination an. Also die beiden Töne passen so gut zueinander und ich selber trage sehr gerne so ein Beige als Kopftuch und kann mir das alles in Kombination einfach richtig toll vorstellen. Also mit dem Kopftuch sieht es nicht so toll aus, aber mit der Handyhülle umso mehr. Schaut mal, ich habe jetzt wieder mein Jersey-Kleid darunter angezogen, wie ich das eben auch beschrieben habe. Würde ich, glaube ich, auch so machen. Mein Gürtel gefällt mir nicht so sehr, mein Kopftuch gefällt mir nicht so sehr, aber dennoch gefällt mir mein Maxi-Kleid sehr. Schaut mal, richtig schön. Stellt euch das bitte gut kombiniert mit einem Kopftuch in dieser Farbe vor. Und ja, aber ohne Gürtel sieht es zu groß aus, muss ich sagen. Ich brauche ein ja, etwas schlichteres. Das finde ich zu schick für den Alltag, also für meinen Gürtel. Aber ich liebe es. Den werde ich definitiv behalten. Wie gesagt, ich liebe hier Schulterdetail. Von hinten gefällt es mir sehr, von der Seite. Und ja, von vorne, wenn ich ein Kopftuch tragen würde, welches passt, würde mir auch sehr gefallen. Kommen wir zu dem teuersten Fashion-Teil. Genau, bei den H&M-Teilen habe ich gleich ein Riesenpaket. Das ist das teuerste von dem ganzen Haul. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Habe ich noch nicht ausgepackt. Ich zeige euch aber erstmal das teuerste an Fashion, was ich euch heute zeigen werde. Und zwar ein Maxi-Kleid. Ich werde es behalten. Ich finde, das lohnt sich definitiv. Und zwar, guckt euch mal diese Farbe an. Also ein Maxi-Kleid in diesem krassen Knallrosaton. Ich habe es in zwei Größen mitgenommen. Einmal in XS und in S, weil es so einen Oversize-Schnitt hat, wollte ich mal schauen, ob vielleicht XS doch etwas besser
sitzt, aber ich muss sagen, XS sitzt besser, aber ist dann kürzer. Deswegen werde ich mich für die Größe S entscheiden. Das werde ich definitiv behalten. Kostet 55 Euro, glaube ich. Ne, 50 Euro aktuell. Ich schau mal. Ne, sorry, kostet 59,99 Euro aktuell. Ich selber hatte es, glaube ich, für unter 50 mitgenommen. So irgendwie 49, 48 Euro. Naja, es hat keine Öffnung, keinen Schlitz hier oder da. Ist richtig toll geschnitten, aber ich muss sagen, ich habe ein... Ich zeige euch das. Also ich habe eine tolle Kombination im Kopf. Eigentlich das, was ich euch jetzt zeige, wollte ich euch erst bei meinem Shein-Haul zeigen. Ich habe nämlich aus Shein, bald kommt wieder ein Shein-Haul mit absolut tollen Teilen mit Mädels. Das erste Mal, dass ich in ein Paket wirklich alles genial finde, sei es von der Qualität, von der Passform. Ich freue mich mega auf mein Shein-Haul und euch die Teile noch aktuell zu zeigen, sodass ihr die auch nachkaufen könnt, weil es sind wirklich richtig tolle Sachen dabei. Mit dabei, naja. Unter anderem auch das hier. Schaut euch mal die Kombination an. Oh mein Gott. Ich brauche eine tolle Veranstaltung, wo ich das anziehen kann. Ich weiß nicht wann, aber ich liebe es. Also diese Schuhe habe ich euch ja letztens bei meinem Shein-Haul in beige gezeigt. Die sind sehr bequem, sodass ich gesagt habe, ich muss sie definitiv auch in einer knalligen Farbe mitnehmen. Und dann habe ich in H&M das hier gesehen und dachte mir so, wow, die können nur zusammen toll ausschauen. Und so ist das auch. Ich liebe die Kombination. Man achte bitte nicht auf mein Kopftuch und nicht auf meinen Gürtel, aber dennoch achte mal bitte auf die Farbkombination mit den Schuhen. Ich liebe es. Ich liebe die Schuhe. Die sind wirklich sehr bequem und ich mag die Kombination. Ich kann mir das einfach richtig toll vorstellen. Schaut mal, so fledermausartige Ärmel, die dann hier ein bisschen enger sitzen. V-Ausschnitt, was mich nicht stört. Hier am Schulter ist auch so, ja, keine Polsterung, aber so solche Naht, so dass das ein bisschen ja, anders ausschaut. Aber ihr seht das ja alles, aber ich liebe es wirklich. Der gefällt mir wirklich sehr und möchte unbedingt den bald kombinieren. Also mal gucken, ob ich was finde, wo sich das tragen lässt. Falls ihr auch nach etwas Schickerem sucht, kann ich euch diese Kombination empfehlen. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Ich kann es mir nämlich richtig toll vorstellen. Ich wieder in diesem tollen Pinkton. Schaut mal, nicht so knallig wie das eine, was ich euch eben gezeigt habe. Dennoch richtig toll. Ein Blusenkleid, eine Bluse, etwas längere Bluse. In diesem gekrinkelten Stoff, schaut mal, ich glaube, das kann man gut erkennen. Mega leicht, sommerlich und blickt und blickdicht, finde ich tolle Sache, habe ich in der Größe. Dann die berühmte kleine Harntritt-Mustertasche aus H&M, die jeder kennt, für die ich nur 16 Euro bezahlt habe, aber regulär, sorry, kostet die 20 Euro. Und ja, ich finde die so süß. Und ich war immer wegen dem Preis nicht so ganz sicher, ob ich den behalten möchte. Obwohl jetzt 20 Euro ist jetzt nicht viel, aber für 16 Euro werde ich den definitiv behalten. Kann mir den sehr toll etwas schicker kombiniert vorstellen mit zum Beispiel tollen beige Oversize Blazern. Kann da, finde ich, richtig toll ausschauen. Dann zu guter Letzt zu Boots mit Absätzen. Dann komme ich zu H&M Home Teilen. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lange und ich hoffe, ich habe nicht zu lange um den heißen Brei geredet. Ich kann mich nie kurz halten. Das kennt ihr ja aber mittlerweile. Naja, ich zeige euch mal die Boots in der Farbe hellbeige. Für, Moment, regulär 40 Euro. Die haben die auch in schwarz. Das, was mir an diesen Boots aber richtig gefallen hat, ist, dass der hier am Waden etwas enger sitzt und nicht so weit, wie man das immer sieht. Also ich selber habe etwas kürzere Boots, die sitzen aber nicht so toll, wisst ihr? Und das fand ich richtig toll. Und auch, dass man hier den Reißverschluss so schön versteckt hat, fand ich wirklich sehr edel. Schaut mal, starten wir mit Home. Und zwar habe ich hier ein Riesenpaket. Es ist eine Lampe. Eine Wandlampe,
Naja, wir öffnen zusammen und ich versuche so gut wie möglich euch das zu zeigen. Falls ihr mich kennt, solltet ihr nicht überrascht sein. Dass das so ein Rattan-Stil ist. Wow, der gefällt mir wirklich sehr. Und ich zeige euch mal ein Riesengestell. In schwarz. Wird so hier an der Seite an die Wand montiert. Wirklich so. Okay, es ist mega schwer, euch das irgendwie vor die Kamera zu halten. Ich zeige euch einfach mal ein Bild von H&M. Ich blende euch das mal hier ein. Da könnt ihr es ungefähr, glaube ich, vorstellen. Aber es sieht etwas kleiner aus, finde ich, auf dem Bild, als es ist. Und den werde ich, wenn das toll ausschaut, ich hoffe, es sieht gut aus, hier direkt am Sofa, also Bereich, hier in diesem Bereich befestigen. Da habe ich nämlich keine Lampe. Meine Lampe ist eigentlich über meinem Esstisch ungefähr. Und da dachte ich mir, damit wir ein bisschen mehr Licht haben, auch vom Stil her gefällt es mir sehr. Und es passt mega zu meiner Stehlampe. Wirklich mega, als ob das aus demselben Stil ist. Und ja, ich hatte damals, wie gesagt, 20% und das war mega günstig. Ich verlinke euch den. Falls ihr auch Rattan mögt und schwarz, die Kombination, kann ich euch den wirklich nur empfehlen. Der sieht einfach richtig hochwertig aus. Ich freue mich, dass ich den bald, ja, euch an der Wand zeigen kann. Habe ich zwei Tassen mitgenommen. Von der einen Tasse habe ich zwei mitgenommen, weil ich gedacht habe, das sind so kleine Mokka-Tassen. Dann hat mir aber jemand von euch auf Instagram geschrieben, nee, Schwester, es sind keine Mokka-Tassen. Ich suche nach meinem... nach der Nadel. Es sind keine Mokka-Tassen, es sind wohl doch etwas größere, normale Tassen. Deswegen muss ich mir das jetzt mit euch genauer anschauen, ob sich das lohnt, ob ich die behalten werde oder eher nicht. Wie gesagt, ursprünglich wollte ich es für den türkischen Kaffee mitnehmen, weil wir sehr gerne türkische Mokka, nennt man das, Türkkahwe trinken. Und ja... es ist aber, man sieht auch von der Verpackung, nicht so, wie ich gedacht habe. Oha, oha. Riesig. Also, ich hätte mir die Maße anschauen sollen. Ich erwarte so eine kleine Mokka-Tasse und nach dem Kommentar auf Instagram dachte ich mir ein bisschen größer. Aber nein, es ist eine Riesentasse, schaut euch die mal an. Aber die ist richtig schön, oder? Oh mein Gott, wie trinkt man hier raus? Also die sieht echt optisch richtig toll aus. Aber stellt euch mal vor, ich habe sowas Kleines erwartet. Aber der sieht echt ästhetisch aus. Behalten oder nicht? Was sagt ihr? Bitte schreibt mir mal in den Kommentaren. Ist euch sowas bei solchen Sachen eher wichtig, dass sie hübsch ausschauen oder dass man die gut benutzen kann? Also zwei werde ich definitiv nicht behalten. Muss nicht unbedingt zwei gleiche sein, aber es könnte sein, dass ich den einen behalte. Da müssen wir jetzt überlegen. Das packe ich jetzt nicht aus, das ist dasselbe. Und das hier, bei dem dachte ich, dass der größer ist. Und der ist in einer kleineren Verpackung angekommen. Wie gesagt, manchmal sollte man sich die Maße genauer durchlesen und nicht einfach losshoppen. Aber an Tassen kriegen wir doch alle nicht genug, oder? Ich bin nicht die Einzige, da bin ich mir sicher. Bei mir ist es aber nicht nur Tassen, ich habe auch eine Gläsersucht, muss ich sagen. Wie klein ist der denn? Allah. Ich habe hierbei gedacht, dass das eine schöne große Tasse ist. Die werde ich definitiv nicht behalten. Ich finde diese Größe irgendwie komisch.
Also ich finde, der hätte in klein, in groß besser ausgeschaut und der andere in klein. H&M, falls du mich hier hörst. Ich weiß, du wirst mich nicht erhören, aber trotzdem. Die Farbe gefällt mir auch nicht so sehr, wie ich gedacht habe. Also den werde ich definitiv zurückschicken. Wegen der Größe und wegen der Farbe. Die hätte ein bisschen knalliger sein können. Aber ich hoffe, dass wenigstens das letzte, was ich euch noch zeige, an Keramik schön ausschaut. Das ist ein Teller, ein Servierteller oder ein Deko, eine Dekoschale könnte man auch dazu sagen. In Senfgelb. Vielleicht wissen die ein oder anderen schon, was das ist. So kleine H&M-Freaks wie ich. Ach, der ist echt schön. Oh, der sieht auch richtig toll aus. Doch, den werde ich behalten. Was kann man denn hiermit machen? Einfach eine Dekoschale. Ich werde es für Kerzen und so benutzen. Eine tolle, schöne, süße Dekoschale. Den, von dem hier hatten die auch etwas kleinere Schalen oder Teller. Tröpfchen, nenne ich mal so, in Tröpfchenform. Zeige ich euch mal hier. Ich denke, ich werde das in Kombination auch noch kaufen. Das ist schön. Das ist mal was anderes. Zu guter Letzt habe ich auch eine schöne bunte Tischdecke mitgenommen in den Maßen 1,40 zu 1,80. Ja, ich finde die Farben einfach richtig schön und Blumen spricht mich auch definitiv an und kann mir das einfach richtig toll gedeckt vorstellen. Ja, liebe ich auch. Ein Chaos ist hier im Wohnzimmer ausgebrochen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm es gerade hier ausschaut. Überall ja, Kleider, Tüten, Verpackungen, Karton und alles, was ich jetzt hier beseitigen muss. Das, was ich nicht behalte, werde ich jetzt schön einpacken. Mache ich direkt immer nach dem Video, sonst verliere ich die Übersicht. Ich sag euch das mal einmal hier. Ich weiß, einige verstehen das nicht so ganz. Ich behalte nicht alles, was ich euch zeige, nur das, was mir zu 100% gefällt und steht. Deswegen, es ist zwar ein XXL H&M Haul, aber nein, nicht alles behalte ich. Ihr habt ja gesehen, manchmal habe ich von einer Sache zwei Größen mitgenommen oder manchmal habe ich sogar eine Sache zweimal bestellt, weil ich es dann im Nachhinein günstiger bekommen habe. Und so sieht's aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Falls ihr nach einem Teil sucht, wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Eure Hijabflos. Tschüss.